Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a, der Praktischen Schule, der Pädagogischen Hochschule Kärnten, der Fachbereich Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Pauls Zauberkünste. Es war einmal ein sehr berühmter großer Zauberer. Dieser hatte einen Sohn namens Paul. Schon von klein auf versuchte der große Zauberer, seinem Sohn das Zaubern beizubringen. Der Junge hatte jedoch nicht wirklich Interesse daran. Das Zaubern langweilte ihn einfach nur. So bekam Paul zu seinem 10. Geburtstag von seinem Vater den schönsten Zauberstab geschenkt, den es je gegeben hatte. Vielleicht hat mein Sohn ja jetzt mehr Lust zu zaubern, dachte der große Zauberer bei sich. Aber wie üblich stand der Junge gelangweilt vor dem Zauberhut und zauberte alles falsch. Statt einer Kuh zauberte er einen alten Schuh. Statt einer Ziege zauberte er eine Fliege. Statt einer Rose zauberte er eine alte Hose. Statt einer Haube zauberte er eine weiße Taube. Diese setzte sich gleich auf seinen Kopf. Nun wurde der Zauberer richtig wütend. Er schimpfte und warf seinen Sohn aus dem Haus. Traurig ging Paul die Straße entlang. Die weiße Taube begleitete ihn. Da sah er, dass sich zwei Leute heftig stritten. Das gefiel dem Jungen gar nicht. Er wirbelte mit seinem Zauberstab und murmelte einen Zauberspruch, der ihm gerade einfiel. Inne mene böser Streit, seid Freunde nun für ewige Zeit. Plötzlich lächelten sich die beiden wieder zu und umarmten sich. Paul war verwundert über seine Zauberkunst und spazierte weiter. Da sah er ein weinendes Baby im Kinderwagen. Wieder wirbelte er mit dem Zauberstab und sprach: Sei nicht traurig, liebes Kind, bist wieder fröhlich, ganz geschwind. Und schon war das Baby wieder glücklich und zufrieden. Schon etwas fröhlicher spazierte Paul weiter. Die weiße Taube begleitete ihn. Da sah er einen Vogel auf dem Boden liegen. Er konnte nicht mehr fliegen. Paul wirbelte mit seinem Zauberstab und sprach: Vöglein, Vöglein, flieg doch wieder. Bewege deine Flügel auf und nieder. Der Pop freute sich über seine Zauberkünste so sehr, dass er es unbedingt seinem Vater erzählen wollte. Schnell lief er nach Hause. Die weiße Taube begleitete ihn. Öffnete die Tür und sah sein Vater wie immer im Zauberlabor experimentieren. Daneben rauften Hund und Katze, wie es so oft der Fall war. Wieder wirbelte der Junge mit seinem Zauberstab und sprach: Fort mit dem bösen Streit, für den Frieden seid bereit. Schon kuschelten die beiden Tiere miteinander. Das bemerkte der Vater und fragte erstaunt: Wie hast du das gemacht? Paul antwortete: Ich kann eben nur Dinge zaubern, die mein Herz berühren.